Jane fragt, wie werde ich selbstsicher? Jane, das ist eine sehr gute Frage. Ich danke dir. Und natürlich gibt es eine Fantastilliarde Dinge, die du tun kannst. Ich habe dir heute mal 3 Tipps mitgebracht, die du auch wirklich in deinem Leben umsetzen kannst und die meiner Meinung nach auch wirklich was bewirken. Alright, fangen wir an mit Tipp 1. Und zwar Tipp 1 ist, tu die Dinge, vor denen du ein bisschen Angst hast. Das heißt, wenn es Dinge gibt, wo du unsicher bist und denkst, trau dich und tu diese Dinge. Du musst ja nicht immer direkt das große Ding auf einmal machen, aber mach einen kleinen Schritt in diese Richtung. Denn es ist ein wundervolles Mittel, um wirklich auch mehr Selbstsicherheit zu bekommen. Denn es gibt diesen Competence-Confidence-Loop, nennt sich das Ganze. Das heißt, je mehr Fähigkeiten du bekommst, umso selbstsicherer wirst du. Und je selbstsicherer du wirst, umso mehr Fähigkeiten eignest du dir an und wirst du selbstsicherer und so weiter. Das ist so eine Spirale nach oben. Und wichtig ist da nur, dass du mal anfängst, den ersten kleinen Schritt machst. Das heißt, das tun, wovor du dich fürchtest. Und da gibt es auch keinen wirklichen Weg drumherum. Also, viele suchen ja immer so, wie kann ich das, aber ohne, ne? Wie kann ich selbstsicher werden, aber ohne bitte, dass ich das tun muss, wovor ich Angst habe? Funktioniert in der echten Welt nicht. Und ich kann dir nur aus meiner eigenen Erfahrung sagen, dass es unglaublich wertvoll ist, die Dinge zu tun, vor denen man Angst hat. Zum Beispiel, ich habe Ende 2008 habe ich angefangen, Podcasts zu machen, damals auf Change Now. Und ich war echt unsicher. Also hier so, ne, mit Mikro und so, da reinsprechen auch noch, ne? Und Leute hören das, bin ich voll ausgefreakt. Aber ich habe gesagt, okay, mach das einfach mal. Und ich habe es gemacht und ich habe es immer wieder und immer wieder und immer wieder gemacht. Und dadurch wurde ich natürlich auch immer besser und immer sicherer. Und heute ist zum Beispiel ein Podcast machen, für mich ist gar kein Problem mehr, weil ich einfach auch mir diese Kompetenz angeeignet habe. Das heißt, wenn es etwas gibt, wovor du Angst hast, dann geh einen Schritt in diese Richtung, mach einen kleinen Schritt, mach den nächsten Schritt, sodass du immer mehr Skills bekommst, immer mehr Fähigkeiten und mit deinen Fähigkeiten steigt auch deine Selbstsicherheit. Und der zweite Tipp, den ich dir mitgebracht habe, das ist auch wirklich ein ganz, ganz wertvoller Tipp und der heißt Walk Like a Panther. Gibt es übrigens auch einen Song zu, Walk Like a Panther, ein geiler Song. Was meine ich damit? Gehe wie ein Panther. Jedes Mal, wenn du dich bewegst von A nach B, dann laufe in deinem Bewusstsein wie ein Panther. Das heißt mit Grazie, mit Anmut und mit Kraft. Das heißt, jeder Schritt, den du setzt, ist bewusst und jeder Schritt ist wirklich voller Anmut und voller Sicherheit. Egal, wo du bist, wenn du dich von A nach B bewegst, stell dir vor, du bist ein Panther und du bewegst dich wie ein Panther. So ein Panther, der hat keine Angst im Dschungel, der läuft da. Und genau so bewegst du dich. Oder zum Beispiel, wenn du irgendwo draußen bist, irgendwo in einer Bar oder in einem Café oder so, dann lauf mal, wenn du da durchläufst durch das Café, laufe mal so, als würde dir das Café gehören. Einfach nur mal so zum Spaß, stell dir mal vor, das wäre jetzt mein Café und ich laufe hier rum und gehe wirklich dabei wie ein Panther. Und übe das wirklich in ganz vielen verschiedenen Situationen, denn unsere Haltung hat einen ganz großen Einfluss darauf, wie wir uns fühlen. Wissen wir ja spätestens alle seit Charlie Brown, da gibt es einen ganz berühmten Comic, wo Charlie Brown so da steht und sagt, glaube ich, zu Peppermint Patty, übrigens, wenn du deprimiert sein willst, ist es ganz wichtig, dass du die Schultern hängen lässt und den Kopf hängen lässt. So. Denn wenn du nach oben guckst oder so, nach oben guckst oder dich aufrichtest, dann geht es dir sofort besser. Also, Charlie Brown sagt, nicht machen, wenn du was haben willst von deiner Depression, ne? Dann immer schön den Kopf hängen lassen. Also, unsere Haltung hat einen Einfluss darauf, wie wir uns fühlen. Und dieses Bild, sich zu bewegen wie ein Panther, ist ein sehr einfaches Bild, was du nehmen kannst, um einfach auch mehr Bewusstsein für die Situation zu bekommen und dann selbstsicher zu laufen. Und dieses selbstsichere Laufen gibt dir auch ein selbstsicheres Gefühl mit der Zeit. Auch das ist, wie gesagt, Übung, auch das wirklich tun, umsetzen und dann mal neugierig sein, wohin dich das führen kann. Denn es ist ganz wichtig, dass du dich daran erinnerst, du bist wichtig für diese Welt und du bereicherst diese Welt mit allem, was du tust, mit jedem guten Gefühl, mit jedem Lachen bereicherst du diese Welt. Diese Welt wird besser, weil du hier bist. Und diese Welt ist hier für dich. Und du kannst in dieser Welt alles sein, alles haben, alles kreieren, was du willst. Dieses Leben ist hier für dich und es ist ganz wichtig, dass du dich daran erinnerst.
Alright, kommen wir zu Tipp Nummer 3. Und zu Tipp Nummer 3, schließe mal kurz deine Augen. Einmal kurz deine Augen schließen, genau. Und jetzt erinnere dich mal an eine Situation aus deiner Vergangenheit, wo du dich stark und selbstbewusst gefühlt hast. Und das ist völlig egal, wann das war, wo das war, zu welchem Anlass das war. Einfach, wo du dich gut gefühlt hast. Und wenn du kein Gefühl findest, wo du dich selbstbewusst gefühlt hast, dann nimm einfach eins, wo du dich gut gefühlt hast in deiner Vergangenheit. Okay? Hast du eine Situation? Sehr gut. Dann lass mal ein Bild von dieser Situation kommen. Einfach mal so ein inneres Bild kommen, wie das da war in dieser Situation, genau. Gib mal ein bisschen mehr Farbe rein in dieses Bild. Mach es bunt, mach es heller, mach es strahlender. Und gleich auf drei ganz nah zu dir heranholen, okay? Eins, zwei, drei. Genau, und jetzt mach das Bild noch größer. Auf drei. Eins, zwei, drei. Schuh. Ein riesengroßes Bild von dieser Situation, wo du weißt, du bist selbstbewusst. Und jetzt mach einen Film aus diesem Bild. Ein Film, wo du all das siehst, all die kleinen Details, alles wahrnehmen kannst. Und jetzt auf drei, geh mal rein in den Film. Eins, zwei, drei. Schuh. Genau. Und jetzt bist du in diesem Film drin und du merkst schon, wie das gute Gefühl von damals wiederkommen kann. Und stell dir mal vor, einfach nur weil du es willst, kannst du dieses Gefühl verdoppeln auf drei. Eins, zwei, drei. Yeah. Genauso. Und jetzt stell dir mal vor, in diesem Gefühl, in dem du bist, kannst du wachsen. Du kannst wachsen und wachsen, du kannst größer werden, wirklich körperlich größer werden. Und vielleicht bist du sogar ein Panther. Und du kannst wachsen und wachsen. Immer weiter wachsen, bis du ein 10 Meter großer Panther bist. Und du kannst die Kraft in dir spüren, diese Energie, diese Sicherheit, dass du genau weißt, was du tun musst. Yeah. Und jetzt in diesem Gefühl, in dieser Sicherheit, höre innerlich einen großen Gospelchor, der singt, oh yeah, du kannst das tun, yeah. Und hör wirklich so einen riesigen Gospelchor von Gospelsängerinnen und Sängern, die das singen, so in deinem Kopf. Oh yeah, oh yeah, genau. Und jetzt stell dir mal vor, es sind doppelt so viele Gospelsänger und Sängerinnen und das wird noch volltönender. Oh yeah, du kannst das tun, oh yeah. Und es werden noch mehr und du hörst das alles. Und du spürst dieses Gefühl in dir, wie du stark und selbstbewusst bist, wie du weißt, du kannst, yeah. Und jetzt macht das Gefühl noch einmal doppelt so stark. Auf drei. Eins, zwei, drei. Schuh, yeah. Und spüre, wie das Gefühl in dir kreisen kann. Wie es jede deiner Zellen durchfluten kann. Wie es dein gesamtes Sein baden kann. Yeah, dieses Wissen. Du bist ein 10 Meter großer Panther und du kannst es tun. Yeah. Und jetzt nimm mal deinen linken Daumen in die rechte Hand. Linken Daumen in die rechte Hand nehmen und speichere dieses Gefühl auf deinem Daumen ab. Jetzt. Genauso. Jetzt lass den Daumen wieder los. Genau. Und jetzt, wenn du magst, öffne deine Augen wieder. Und jetzt hast du einen Anker gesetzt. Das heißt, jedes Mal, wenn du selbstbewusst sein willst, bevor du in die Situation reingehst, erinnere dich daran, drücke deinen linken Daumen mit der rechten Hand und erlaube, dass all diese Bilder wieder aufsteigen können. Dieser Gospelchor kommt und er singt, oh yeah, genau. Und du fühlst, wie du wächst, wie du ein 10 Meter großer Panther sein kannst, in dem Wissen, ja, du kannst es tun. Denn wir alle können so viel mehr, wenn wir uns nur endlich trauen, das zu bewegen, was wir in unserem Leben bewegen wollen. Und du kannst dich daran erinnern. Und mein Tipp ist auch hier, übe das. Schau dir dieses Video, schau dir diese Sequenz immer wieder an und geh rein in das Gefühl, mach es stärker und stärker, bis es wirklich zu einem Teil von dir geworden ist und du weißt, ja, ich kann. Denn jeder von uns kann.